Ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Tag des Winterkongresses der digitalen Gesellschaft. Ich freue mich persönlich sehr auf den Vortrag von SWA. SWA ist im Vorstand des Chaos Computer Clubs und sie organisiert auch Hackercamps in Indien. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt sie eben von dort zurück und sie arbeitet in der Schweiz auch mit der PEP Stiftung. Während des Vortrags, sie wird das gerade noch sagen, könnt ihr auch aktiv Fragen stellen. Das wäre entweder da in der Mitte oder wenn ihr in der Nähe von diesem Mikrofon seid, könnt ihr auch über dieses Mikrofon fragen. Vielen Dank, SWA. Super. Hallo, herzlich willkommen. Ich habe das mal unterteilt in die Dekaden. Interessanterweise hat sich herausgestellt, dass wirklich zu Bruch der Dekade auch immer irgendwie ein Bruch stattfindet. Das heißt, es gibt eine Vorgeschichte, die Urgeschichte, die Frühgeschichte, das Interwebs-Zeitalter, das Web 2.0, die Neuzeit, die Jetztzeit. Und dann werde ich noch versuchen, ein Fazit zu ziehen. Ich werde da jetzt ziemlich schnell durchrauschen, durch die Vor- und Frühgeschichte. Es gibt einen Talk auf der Privacy Week von 2016. Da könnt ihr euch das ein bisschen detaillierter anschauen. Aber sonst reichen die 45 Minuten gar nirgendwo hin. Genau, noch kurz zu mir. Ich bin geboren und aufgewachsen am Bodensee, lebe inzwischen auf der Schweizer Seite des Bodensees. Ich bin studierter Ethnologe und gelernter Schreiner und arbeite im Feld von ICT, eben mit der PEP-Stiftung und eben die Hackercamps. Ich wollte eigentlich einen Lightning Talk machen, aber war jetzt ein bisschen zu swamped mit den zwei Veranstaltungen, die ich hier mache. Deswegen möchte ich das unbedingt hier erwähnen. Hillhacks findet statt im Mai. Die Webseite ist natürlich nicht updated, so wie üblich, aber wenn sich da jemand für interessiert, mich einfach ansprechen, gerne erst heute Abend nach meiner zweiten Veranstaltung. Genau, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, zwischendrin Verständnisfragen, wie gesagt, einfach ans Mikrofon gehen, euch irgendwie bemerkbar machen, dann rufe ich euch auf. Allerdings ist es auch nicht schlimm, wenn ihr nicht alle Details versteht. Ich werde, wie gesagt, zum Teil sehr, sehr schnell durchgehen und dieser chronologische Aufbau führt natürlich auch dazu, dass es thematisch nicht immer stringent ist. Und manchmal sind da Sachen auch erwähnt, wo wirklich nur als Beispiele gemeint sind. Also ne, da habe ich auch keine bestimmte Auswahl getroffen, sondern das ist einfach ein Beispiel, um was Bestimmtes zu zeigen. Und da hätte ich 100 andere Beispiele nehmen können. Also wenn ihr euch dann wundert, ja, wieso erzählt sie jetzt das von eBay und jenes von Amazon nicht oder so, dann liegt das daran. Genau, also die Vorgeschichte. Es fängt alles an mit dem sogenannten Sputnik-Schock Ende der 50er Jahre. Die Russen schießen den Sputnik ins All und die Amis sind, oh Gott, was ist da passiert? Die haben was richtig Geiles gemacht, wir müssen jetzt auch was Geiles machen. Die geben also vielen Forschern viel Geld und Autonomie, was sehr, sehr speziell ist in militärischen Forschung, und sagen denen einfach, macht was Besseres. Also ne, diese mehr von, es sollte ein dezentrales Netzwerk geschaffen werden, um gegen Atomanschläge zu wirken, das stimmt nicht, sondern die waren wirklich nur so, okay Leute, hier Wissenschaftler, ihr kriegt Geld, ihr kriegt komplette Autonomie, euch auszutauschen, auch mit nicht-militärischen Wissenschaftlern. Hauptsache, ihr erfindet jetzt irgendwas, was geiler ist als dieser Sputnik. Also dann geht's los, 65 sind die ersten Rechner, die ersten zwei Rechner das erste Mal verbunden, wo sie gleichzeitig am Telefon sitzen. Seht ihr das L? Ja, wir sehen das L. Okay, jetzt das O. Ja, das O ist da. Und beim G stürzt dann das System ab. 67 gab es eine große Konferenz, wo sich Forscher getroffen haben, die eben schon so die gleichen Ideen hatten. Und 69 werden dann die ersten vier Computer verbunden. Das sieht auf der Karte so aus. Und das wird auch immer so als wirklicher Startpunkt des Internets gesetzt. Deswegen ist das hier die Vorgeschichte. Also, dann gehen wir in die Urgeschichte. Das Internet gibt es jetzt also, ne, ein Jahr später sind da schon ein paar mehr verbunden. Und es wird dieses Network Control Protocol gemacht. Das heißt, die ersten Anwendungen können entstehen. Telnet, um Computer miteinander zu verbinden. FTP, File Transfer Protocol, um Informationen zu verbinden. Und E-Mail, um Menschen zu verbinden. Im Dezember hat dieses Netzwerk 13 Knoten. 71 sind es dann schon 23. Und da kommt die erste E-Mail mit einem @-Zeichen vor. So sieht das dann aus. So sieht das auf der Karte aus. Also es ist natürlich alles noch in den USA.
Jetzt sind schon 62 Hosts und jetzt wird das TCP-Protokoll gemacht, das wir bis heute benutzen als TCP-IP. Es gibt inzwischen über 2000 Nutzer und interessanterweise E-Mail macht schon 75% der Ausnutzung aus. Also ne, wir haben Computer und Informationen und Menschen und das sind vor allen Dingen die Menschen, die sich da verbinden wollen. 1974 gibt es noch ein lustiges Netzgerangel. Computerhersteller versuchen sich durch Einführung eigener Netze Marktanteile zu verschaffen. Aber das klappt nicht. Das ARPANET setzt sich durch und schafft freien Zugang für PCs aller Hersteller. 1975 gibt es den ersten kulturellen Moment, wo eine nicht technische Liste erlaubt wird als Plapperraum. Die Begründung war, dass diese Liste so viel Zulauf hatte, dass sie jetzt eben trotzdem erlaubt wird, weil das ein gutes Pilotprojekt ist, um eben eine sehr, sehr große Liste fahren zu können. Aber die ging eben nicht um Technisches, sondern das war halt eine Sci-Fi-Liste. 77 haben wir dann schon über 100 Hosts, Unix-to-Unix Copy wird vertrieben und das ist der Grundstein für die freie Softwarebewegung. Dann haben wir hier beinahe 200 Hosts, wo das Usenet entsteht, das ARPANET des kleinen Mannes und auch Multi-User-Dungeons, also textbasierte Online-Rollenspiele. Und hier gibt es auch den ersten Smiley, Tongue-in-Cheek, also ne, ironisch gemeint, wobei 3 Jahre später dann auch die Smileys kommen, die wir uns so vorstellen. So, 80er. Das erste öffentliche Wide Area Network gibt es und jetzt eben die ersten Smileys, wie wir sie heute kennen. 83 war ganz interessant, am 1. Januar war dann der Übergang vom NCP-Protokoll zum TCP-Protokoll. Sorry, an der Stelle ist es noch kein IP, TCP-Protokoll. Alle Hosts müssen gleichzeitig umwandeln, wirklich zur gleichen Sekunde. Und das war natürlich irgendwie ganz lustig, weswegen es hinterher alle, die da mitgemacht haben, ganz stolz diesen Button trugen. 83 wird dann das ARPANET abgeteilt in ein militärisches Milnet und das restliche ARPA-Internet, weil den Militärs jetzt natürlich sich da zu viel Menschen und Wissenschaftler rumgetrieben haben. Ja, 84 sieht das dann schon ein bisschen weniger überschaubar aus. Es sind jetzt schon 1000 Hosts und William Gibson schreibt jetzt auch das erste Mal das Wort Cyberspace und da habe ich ein Bild vergessen. Das Wort Cyberspace wird das erste Mal geschrieben und das literarische Genre des Cyberpunk entsteht. 85 gibt es dann schon das erste soziale Netzwerk, wenn man so will, The Well. Das gibt es übrigens auch bis heute noch. Also wenn ihr auf well.com geht, könnt ihr daran teilhaben. So sieht das heutzutage aus. 86 wird der National Science Foundation Network gegründet. Das wird das Backbone des neuen Internets, weil das ARPANET hat ja quasi ihren Backbone an das Milnet abgeben müssen. Und deswegen braucht es jetzt natürlich was Neues, was natürlich aus der Wissenschaft kommt. Auch wird die erste Domain 86 registriert und DNS wurde 84 bereits entwickelt. Ja, hier mal noch eine kleine Übersicht, wie das so ausgesehen hat. Die linke Spalte geht also bis 89. Da kriegt man ein bisschen Gefühl, wie sich das vergrößert hat. Ne? Das geht dann am Ende doch ganz schön ratzfatz. Und die rechte Spalte sind dann die 90er Jahre. Da wird es natürlich dann komplett überschaubar Ende der 90er Jahre. Aber da kommen wir jetzt auch dazu. 1990 haben wir also 3000 Hosts. Das ARPANET wird komplett abgeschalten und das National Science Foundation Net übernimmt. 1990 schreibt Berners-Lee das erste World Wide Web, eine lokale Anwendung hier in der Schweiz im CERN. Und in seiner Biografie schreibt er, ich kam zufällig zur rechten Zeit und mit den passenden Interessen und Neigungen, nachdem der Hypertext und das Internet ihre Volljährigkeit erreicht hatten. Die einzige Aufgabe, die mir blieb, war es, die beiden miteinander zu verheiraten. Also ne, Hypertext an sich hat es schon gegeben, dass man innerhalb eines Dokumentes auf einen Link klickt und dann eben irgendwo hinspringt, also so Fußnote oder Bild oder so. Und das Internet gab es ja jetzt schon seit 20 Jahren und jetzt hat er einfach die Idee gehabt, hey, was passiert, wenn ich jetzt auf einen Link klicke und nicht innerhalb des Dokumentes springe, sondern eben in ein anderes Dokument, das irgendwo in diesem Netzwerk liegt. Und das hat er dann gemacht am CERN, das lief dann dort erstmal ein bisschen lokal und gehen wir gleich drauf ein. 91 ist Linux erfunden worden und auch Gopher entsteht. Gopher sieht so aus, ist eigentlich auch die gleiche Idee wie das WWW. Allerdings macht das Gopher
den Fehler, Lizenzgebühren zu verlangen. Tim Berners-Lee kämpft parallel dazu am CERN wie ein Löwe für die Befreiung seines WWWs. Er wollte das unter GPL stellen und im April wird es freigegeben. Entsprechend geht die erste öffentliche Webseite im April 93 online. Es wird oft gesagt, 91 gibt es die erste Webseite, aber die war ja nur im CERN, also die war nur lokal. Danach entstehen dann auch Browser, allerdings keine Editoren, was eigentlich nicht der Idee von Tim Berners-Lee entspricht. Er wollte eigentlich immer, dass ein Browser und ein Editor, also dass es eine App ist, dass du browsen und editen kannst at the same moment. Und ne, also eigentlich war sein ganzes Web, das er sich vorgestellt hat, wie ein Wiki. Und er hatte auch nie die Idee von, ich bin in Besitz einer Webseite, sondern jeder User konnte in seiner Vision dann so eine Webseite auch direkt editieren. Es ist nicht so passiert, wissen wir. 1994 trifft sich das W3C das erste Mal und Howard Rheingold veröffentlicht The Virtual Community über The Well. Und 1995 starten Amazon und eBay. Und hier am Beispiel eBay, weil wir gehen jetzt langsam in Richtung Dotcom-Bubble, 97 investiert Benchmark Capital 6,7 Millionen und 99 sind diese Anteile 5 Milliarden wert. Also das ist so das Beispiel für, was da Ende der 90er Jahre eigentlich so passiert ist. 96 gibt's die erste Social Site for School Affiliations, also diese klassische Idee des Facebooks, dass wir hierzulande gar nicht so haben. Aber ihr wisst ja, wo das herkommt. Ne? In den USA haben sie diese Abschlussbücher, wo jeder so seinen Kopf hat und halt so seinen Steckbrief und so weiter. Und da das ist eben eine Social Site for School Affiliation. Außerdem gibt es in den USA den Telecommunication Reform Act. Und der triggert als Reaktion die Declaration of Independence of Cyberspace, die auf dem WEF in Davos vorgetragen wird 1996. Wer das zum ersten Mal sieht und hört, absoluter Lesebefehl, ist wirklich ein sehr, sehr schöner Text. Also fängt an mit Governments of the Industrial World, you very giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Text. Gibt es auch eine gute deutsche Übersetzung dazu? Auf Teleopolis findet man mit der Suchmaschine des geringsten Misstrauens. 97 kommen dann auch diese Suchmaschinen des größeren Misstrauens auf den Markt. Und 98 wird der Netscape-Code befreit, was ja auch ein bisschen der Grundstein dann für Firefox ist. Die ICANN wird gegründet. Die ICANN hier auch nur als Beispiel für viele, W3C hatte ich jetzt auch drin, für viele derartige Organisationen. Das Internet hat sich immer aus sich heraus entwickelt. Wem ist RFC kein Begriff? Okay, nur wenig. Gut, sehr gut. Also RFC sind die Request for Commons. Die gibt es auch schon seit den Ursteinen des Internets. Die wurden damals noch per Post verschickt, auf Papier. Also wenn ich als Forscher in diesem Netz eine Idee habe, dann fange ich die an, mit meinen Mitforschenden zu diskutieren. Und wenn ich meine, die hat jetzt irgendwie Hand und Fuß, dann schreibe ich das runter. Dann schreibe ich runter, okay, ich fände das eine total gute Idee, wenn wir anstatt IP-Adressen ein Namenssystem hätten, ein Telefonbuch, ne, am Beispiel von DNS. Und dann schreibe ich das runter und verschicke das an alle als Request for Commons. Also bitte kommentiert mir das. Und diese Request for Commons werden dann iteriert oder ne, diskutiert, iteriert. Und eines Tages ist dann so ein Request for Commons de facto Standard, wie zum Beispiel das Domain Name System. Also ne, alle Rechner im Internet unterstützen dieses Protokoll. Und das hat eigentlich nur ein kleines Gremium von ein paar Hackern entschieden, dass das jetzt eine gute Idee ist, das so zu machen. Und das ist auch bis heute so. Wenn auf den ICANN-Konferenzen eine Arbeitsgruppe zusammensitzt und sagt, hey, wir finden jetzt irgendwie das mit dem Blau ist jetzt irgendwie ewig gut gewesen, aber es entspricht eigentlich nicht mehr unserer Zeit. Wir wollen jetzt irgendwie alles grün und dann noch mit gelben Punkten und rosa Blümchen dazu. Und die das alle gut, eine gute Idee finden, dann sagen die einfach, okay, wir schlagen das jetzt vor als Standard. Und wenn dann alle anderen Technologen auf der Welt sich das anschauen und sagen, hey, ja, das ist wirklich eine super Idee und I love die Blümchen, ich mach das jetzt so, dann kann am Ende nachher einer da sitzen und sagen, hey, ich mach das nicht so, aber dann ist er halt auch nicht mehr im Netz.
Also dann kann sein Computer nicht mehr mit den anderen Computern sprechen. Das heißt, das ist wirklich ein Beispiel dafür, wie das die Governance im Internet eigentlich bis heute funktioniert. Nämlich mit Initiative von Leuten, die eine gute Idee haben und dem Gesetz des Besseren, also sozusagen die technisch bessere Idee gewinnt. Ist natürlich heutzutage, muss man ganz ehrlich sagen, auch nicht mehr ganz so, das ist nicht die ICANN, sondern die ITF, die diese RFCs macht. Die ICANN macht ja die Names and Numbers, aber ist egal. Also das, ne, auch die Names and Numbers, da geht es um die Domains, auch das wird diskutiert und dann wird beschlossen, okay, es gibt jetzt neue Top-Level-Domains. Aber bei Top-Level-Domains wissen wir es ja genau, da stecken sehr viele monetäre Interessen dahinter. Man kann halt sagen, okay, ich mache jetzt eine neue Top-Level-Domain.auto und dann weiß ich halt, alle Autohersteller werden die sofort grabben müssen. Und, und auch beim IETF, ne, diese RFC-Prozesse, die ich gerade beschrieben habe, das sind halt Arbeitsgruppen. Und wenn eine Firma ein bestimmtes Interesse hat, dann schickt sie halt ihre Leute in die Arbeitsgruppen. Und wenn die Firma groß genug ist, dann hat sie da halt irgendwie zig Leute, die nichts anderes tun, als in diesen Arbeitsgruppen rumzuhängen. Und entsprechend ist die Zivilgesellschaft dort natürlich nur insoweit abgebildet, wie halt Leute in ihrer Freizeit es schaffen, auch in diesen Arbeitsgruppen rumzuhängen und dann auch diese Treffen finden weltweit statt, da halt hinzufliegen, sich da ein Hotel zu klicken und. Das heißt, das ist von der Idee her zwar so, ist aber heute in unserem kommerziellen Zeitalter des Internets definitiv nicht mehr die Realität. Gut, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Was 98 auch noch passiert ist, da gibt es den Cycosmos, das ist das erste soziale Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Das hat 99 800.000 registrierte Nutzer und wird im Dezember 2000 geschlossen und verkauft. Und interessanterweise habe ich das nicht mehr gefunden, als ich so eine Recherche das erste Mal in den 2000er Jahren gemacht habe, habe ich festgestellt, dass dieser Cycosmos an IBM verkauft wurde und da wirklich auch auf der Seite von cycosmos.de oder was das war, stand dann, ja, also tut uns leid, das ist jetzt zu und all deine Daten wurden an IBM verkauft und das wird zu Marketingzwecken jetzt ausgewertet. Als ich das irgendwie 2010 oder 2011 mal wieder gemacht habe, so einen Vortrag, habe ich diese Information nicht mehr finden können, nirgendwo. Ich habe damals auch keinen Screenshot gemacht und so, aber da steht halt nur, es wurde verkauft an IBM, aber da stand, also man kann jetzt nirgendwo mehr lesen, dass, also damals wurde total transparent damit umgegangen, ne? Vielen Dank, liebe User, dass ihr uns hier eine Spielwiese gemacht habt, wir benutzen das jetzt, um das auszuwerten. Das findet man heute nicht mehr. Genau, das also auch nur als Beispiel. Dann 99 geht's dann los. Web wird bekannter, allerdings sind es immer noch deutlich unter 10% der kompletten Weltbevölkerung, die überhaupt online sind. Es gibt viele, viele neue Unternehmen. Viele gehen an die Börse und gegen Ende des Jahrhunderts werden durch die steigende Nachfrage viele dieser Unternehmen und Geschäftsideen überbewertet. Und im März 2000 platzt die sogenannte Dotcom-Bubble und resultiert in einem Börsencrash. Ich denke, die Geschichte ist ja soweit bekannt. Genau, da haben wir jetzt also wieder eine Zäsur in das nächste Jahrzehnt, in die Nullerjahre. 2001 ist also der Kommerz plötzlich komplett weg. Das Geld ist weg. Menschen sind wieder unter sich. Und dieses Vakuum führt zum Beispiel zu Wikipedia und Freifunk. Die sind beide 2001 gegründet worden. 2002 geht es dann los mit den Weblogs. Und auch das erste soziale Netzwerk poppt wieder auf. Das wird in Malaysia gegründet, Friendster.com. Dann 2003 kommt das erste Mal der Begriff Netzneutralität aufs Tableau. Und es passieren so Dinge wie, dass das Netz genutzt wird, um Flashmobs zu organisieren. Außerdem startet Skype 2003. Und das hat zumindest aus meiner Erfahrung, also ne, ich habe das gemerkt, auch bei meinen Freunden und so, also bei meinen Nicht-Nerd-Freunden, das hat Chatten und Text-Messaging wieder aus der Schmuddelecke geholt. Bei den 90er Jahren war Chatten irgendwie sowas, was man so mit Susi 23 und ne und irgendwie lustiger Bär und keine Ahnung. Und das war dann so, ja, so Chaträume im Internet, Gott und so. Und bei Skype war das wirklich lustig, weil die Leute haben das sich installiert, um telefonieren zu können. Und dann habe ich die weggedrückt und habe geschrieben, so, ja, kann gerade nicht. Und dann haben die alle angefangen, mit mir zu chatten.
und haben das, glaube ich, nicht mal gemerkt, dass sie jetzt gerade chatten. Also chatten war wirklich sowas total negativ langstraßenmäßiges Besetztes. Und das hat sich durch Skype wirklich geändert. Die Leute sind wieder, fanden es wieder normaler, irgendwie einfach kurze Sätze in ein Fenster zu tippen und Enter zu drücken. Genau, 2003 startet ansonsten auch noch LinkedIn, MySpace, iTunes, WordPress. Also es geht auf jeden Fall schon wieder los. 2004 wird der Begriff Web 2.0 das erste Mal verwendet. Facebook startet, Dick und World of Warcraft. Mozilla veröffentlicht Firefox. 2005 haben wir jetzt 1 Milliarde Internetnutzende. Das ist so 1/6 der Weltbevölkerung. Es gibt zum ersten Mal mehr Breitband als Dial-In-Verbindungen und YouTube und Reddit starten. Das auch hier wieder für ein Beispiel dafür, wie das Geld jetzt auch wieder da ist. Also es ging jetzt sehr, sehr schnell. 2006 kauft Google YouTube für 1,6 Milliarden und Reddit wird verkauft für 20 Millionen. Also das kapitalistische Business ist wieder voll am Start. 2005 wird der National Science Foundation Backbone stillgelegt und nun besteht das Internet aus vielen privaten Netzwerken und kommerziellen Internet-Service-Providern. Also jetzt haben wir echt ein Problem, ne? Wir haben ja gelernt, zuerst war das militärisch, dann haben die Militärs gemerkt, oh shit, da sind total viele Zivilisten, die wollen wir gar nicht hier in unserem militärischen Area haben, also machen wir mal einen Zaun. Und dann hat die Wissenschaft sich darum gekümmert, jetzt ja durchaus einige lange Zeit. Und jetzt ist das der Wissenschaft natürlich auch ein bisschen zu krass geworden, diesen Internet-Backbone zu pflegen. Ist ja am Ende auch eine Geldfrage. Und jetzt wird das komplett privatisiert. Jetzt, ne, das ist ja auch die Jetzt-Situation. Du kannst nur noch über kommerzielle Provider irgendwie an das Internet kommen. Und das bringt uns jetzt natürlich in großes Problem von Netz. Also ne, das ist jetzt auch, jetzt wird Netzneutralität auch wirklich relevant, weil diese Provider können jetzt natürlich auch bestimmen, was passiert. Ich denke, in dieser Crowd muss ich jetzt Netzneutralität nicht, also ich mache es ganz kurz. Ich ziehe mal gerne den Vergleich zum Strom, auch wenn viele finden, das passt nicht so ganz. Ich finde weiterhin, das passt. Ich habe eine Steckdose. In diese Steckdose kann ich einfach alles reinstecken und betreiben. Also ich kann damit auch irgendein böses Ding betreiben, ein gutes Ding betreiben, ein neutrales Ding betreiben. Der Strom betreibt einfach, egal was an dieser Steckdose hängt. So ist es ja im Internet an sich auch. Es ist aber durchaus ganz einfach denkbar, und das haben wir ja heutzutage bei Mobilfunkprovidern, sehen wir das auch durchaus, dass ich eben mir ein Internet klicke und da ist dann nicht alles dabei. Also 2005 zum Beispiel habe ich angefangen zu studieren. Davor war ich Schreiner und ich war Ende der 90er Jahre halt im Usenet. Das heißt, ich war dann eine Zeit lang nicht mehr im Internet. Ich habe auch diese ganze Web 2.0 Phase da nicht so richtig mitgemacht mit dem Anfang. Und bin dann eben 2005 quasi wie zurück ins Internet gekommen, saß da in meiner Studentenbude und habe irgendwie keinen Zugang zum Usenet bekommen. Und war irgendwie so, hä? Wieso geht das jetzt nicht? Und habe dann gelernt, aha, mein Internetprovider, den meine WG da halt hatte, der provided halt kein Usenet, weil das ja auch keiner mehr braucht. Also 2005 war es wirklich nicht mehr, es war auch nicht mehr live. Ich habe dann über die Uni natürlich, also ne, konnte ich dann irgendwie so einen Studentenzugang bekommen und dann ging das auch. Aber ne, das war einfach nicht da. Dieser Teil des Internets wurde mir nicht provided von meinem Provider. Und das wäre halt wie bei Strom, wenn ich jetzt auf Wohnungssuche bin und dann habe ich hier super Wohnungen, alles toll, aber es sind nur Bosch-Geräte erlaubt. Also ne, alle Küchengeräte sind schon drin, Bosch und so, aber wenn du jetzt halt noch einen Föhn haben willst, dann musst du dir halt einen von Bosch kaufen. Und wenn du halt irgendwie eine Musikanlage willst, dann musst du halt, ja gut, da gibt es dann wahrscheinlich Verträge, Bosch macht ja keine Musikanlagen, aber dann musst du halt mit einem ihrer Partner dann deine Musikanlage kaufen. Und ne, so wäre das mit Strom, dass die Wohnung ist gekoppelt an deinen Stromprovider und dein Stromprovider schreibt dir vor, was du mit diesem Strom machen darfst und was nicht. Also völlig absurd. Aber wir kommen ziemlich genau 10 Jahre später nochmal drauf zurück, an einem konkreten Beispiel. Und hier, ne, digitale Gesellschaft, ist ja das Thema Netzneutralität auf jeden Fall sehr, sehr groß.
So, 2006 geht dann Twitter los, Cloud Computing verbreitet sich, WikiLeaks macht den ersten Workshop im Keller des BCCs in Berlin, also startet, ist der erste öffentliche, Appearance sozusagen, dass es diesen Workshop gibt im Programm. Der Kontext ist hier, dass ja in Europa diese Vorratsdatenspeicherung seit 2004, 2005 ein Thema ist. Und mit Vorratsdatenspeicherung kannst du natürlich als potenzielle Quelle einen Journalisten jetzt auch nicht mehr anonym begegnen. So rufst du den an, schreibst du dem eine E-Mail, geht alles nicht, wird alles Vorratsdaten gespeichert. Ne? Also ist jetzt in der Schweiz aktuell auch der Fall mit BIP. Die EU, in der EU ist es ja mehr so ein Zombie, der immer wieder aufkommt und wieder runtergekickt wird und wieder aufsteht und dann wird er wieder runtergekickt und weiß ich gar nicht was. Also im Moment ist er, glaube ich, wieder am Boden, aber dafür ist er in der Schweiz halt ziemlich weit oben gerade. 2007 kommt dieser Effekt von Going Viral ziemlich stark. Das ist jetzt auch ein Beispiel. Ein Drittel aller US-Bürger haben von einem bestimmten YouTube-Video zumindest gehört. Ganz ehrlich, ich hatte von diesem bestimmten YouTube-Video nichts gehört, aber ich bin auch nicht so der Bewegtbildmensch. Außerdem auch eine Zäsur. Apple bringt die ersten iPhones auf den Markt und 2008 kommt dann auch direkt Android hinterher. Ne, diese Smartphone-Durchdringung ist natürlich, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, was ja auch 2007, 2008 war, das ist ja wirklich noch eine Nischengeschichte, aber das geht ja dann auch mit dem Beginn der nächsten Dekade dann so richtig los, dass wir halt irgendwie so dieses always on, always erreichbar, kleinen Computer in der Tasche, also ich hatte dieses G1 sehr, sehr lange, ich habe da am Ende sogar das Cyanogen-Mod noch selber modifiziert, damit das da noch läuft. Das war ja dieses Telefon mit Tastatur zum Aufschieben. Und ich hatte das, glaube ich, auch so ab 2009 oder 10. Und das war für mich auch ein reines Internet-Device. Ich hatte dazu noch ein altes Nokia, das war mein Telefon. Und dieses G1 war eben mein Computer. Genau, 2008 veröffentlicht Google eben dann auch den Chrome-Webbrowser und über die Hälfte aller Erwachsenen in den USA haben sich online über die Präsidentenwahl informiert. World of Warcraft hat 11 Millionen zahlende Kunden weltweit. 2009 geht WhatsApp los, auch Kickstarter startet und grundsätzlich die Idee von diesem Crowdfunding verbreitet sich jetzt sehr stark und außerdem werden auch die ersten Bitcoins gemeint. Ein Jahr vorher gab es das erste White Paper zu Bitcoin. So, danach gibt es die erste kommerzielle Transaktion mit Bitcoin und inzwischen haben schon 35% aller Erwachsenen Telefone mit Apps, aber nur 2/3 sagen, sie nutzen sie auch wirklich. Also 2010 war das ja auch noch so ein bisschen wie so ein Statussymbol, dass man das hatte. Und ich weiß auch nicht, es war wahrscheinlich auch die App-Vielfalt. Also ich hatte halt auf meinem G1 auf jeden Fall K9. E-Mail war natürlich hervorragend. Und natürlich Maps war natürlich auch total toll, dass man Maps hatte. OpenStreetMap gab es, glaube ich, als App zu der Zeit auch schon. Und ansonsten war das für mich ein Terminal. Also da gab es eine App namens ConnectBot, mit der man halt SSH auf einen anderen Rechner gemacht hat und dann konnte man von da halt den ganzen Rest machen. Auch diese Idee von Fotosharing fängt jetzt an. Pinterest und Instagram starten. Und als Schlusswort für diese Dekade des Web 2.0 Kommerzes, Spamquote bei E-Mails liegt weltweit bei 95%. Und beim LRZ, dem Leibniz Rechenzentrum in München, liegt sie sogar bei 99,5%. Was daran liegt, dass sie halt die E-Mails, das ist das wissenschaftliche, das wissenschaftliche Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Das heißt, die betreiben natürlich vor allen Dingen E-Mail-Adressen, die dann auch irgendwo auf irgendeiner Webseite stehen. Und entsprechend haben sie wirklich nur 0,5% legitimen E-Mail-Traffic. Das finde ich schon ziemlich hart. Gut, jetzt gehen wir in die Neuzeit oder das Neuland-Zeitalter. Also die Namen habe ich mir irgendwie die letzten Tage so ausgedacht. Die 10er-Jahre. Snapchat startet, LinkedIn hat inzwischen 100 Millionen Nutzende, Microsoft kauft Skype für 8,5 Milliarden. 15% der Teenies, die soziale Medien verwenden, sagen, sie hätten online unfreundliche Erlebnisse gehabt.
Das sind dann natürlich immer amerikanische Umfragen, Target of Online Meanness. Fast 70% aller US-Amerikaner sagen, das Internet habe einen bedeutenden Einfluss darauf, dass Gruppen mit ihren Mitgliedern kommunizieren können. Das ist ja so auch ganz korrekt. In Ägypten trennten die Hashtags Egypt und Jan25. Antwort der Regierung, Internet abschalten. Wir erinnern uns vielleicht, die sind da alle auf dem Tahrirplatz gestanden. Ich selber habe auch im Jahre 2004 und 2005 in Ägypten gelebt. Die meiste Zeit in Kairo, weswegen ich da sehr stark mitgefiebert habe. Wir haben dann auch, ich habe dann meine alten Notizbüchlein rausgekramt und wir haben dann versucht zu schauen, ob welche Telefonnetze noch funktionieren, weil da hat man dann alle möglichen Notizen von irgendwelchen Taxifahrern und Läden und Internetcafés oder so. Dann haben wir die versucht anzurufen und so weiter. Und ihr erinnert euch vielleicht auch, dass die Telekommunisten dann damals so ein Dial-In gemacht haben. Also die Telefonsysteme sind zum Teil noch gelaufen. Und dann konnte man mit einem Telefon auf einem europäischen Telefon anrufen und konnte dann dort über Modem, also wirklich über die Audioleitung, sein Modem in Ägypten mit dem Modem in Schweden sprechen lassen, um dann eben Daten zu übertragen. Und es gab natürlich auch so lustige Sachen wie so schlicht Anrufbeantworter, die das dann halt getwittert haben mit den passenden, mit diesen Hashtags. Also man konnte dann zumindest aus Ägypten noch anrufen. Aber ansonsten waren die wirklich abgeschnitten. Also man sieht das hier, wo das eingekreist ist, hat wirklich einfach jemand den Stecker gezogen. Und da Afrika natürlich keine besonders gute, Verzweigung hat, also man sieht auch, es gehen relativ wenig Unterseekabel bei denen rein, ist das halt das eine Kabel, was da durch das Nildelta reinkommt, das geht halt eigentlich bis runter, bis unterhalb des Sudans verbreitet. Also das waren auch nicht nur die Ägypter betroffen, sondern auch die ganzen Länder dahinter, weil halt einfach oben in Alexandria der Stecker gezogen wurde. Damals haben wir natürlich auch gesagt, ja scheiße, hätten die in Kairo mal ein ordentliches Freifunk aufgebaut, könnten die halt auch sagen, okay, ist uns jetzt auch egal. Und es gibt ja auch einige Apps, die auf diesen Ideen basieren. Also Briar ist da nutzbar, wo wirklich sagt, okay, als App, also so eine Messaging-App, ich nutze das Internet, wenn es vorhanden ist. Und wenn es nicht vorhanden ist, nutze ich das lokale WLAN. Und wenn das nicht vorhanden ist, nutze ich das, mache ich hier Bluetooth an und mache einfach Broadcasting über Bluetooth. Das ist halt eben entwickelt genau für diese Situation. Du bist da auf diesem Tahrirplatz eingekesselt, hast kein Internet mehr und kannst dann halt einfach sagen, oh, ich halte hier mal einen WLAN-AP hoch und plötzlich können alle im Umkreis irgendwie von einem Kilometer wieder miteinander sprechen, je nachdem, wie stark deine Antenne ist. Genau. 2011 sind auch die letzten Top-Level-IPv4-Adressen vergeben worden. Und im Jahr danach geht es dann auch los mit IPv6-Adressen, dass sie sich auch wirklich sehr stark durchsetzen. 2012 haben wir inzwischen schon 500 Millionen Tweets am Tag von 200 Millionen aktiv Nutzenden. 66% aller Internet-User nutzen Facebook und 12% nutzen Instagram. Wobei ich da natürlich auch sagen muss, wie wird alle Internet-User definiert? Also solche Zahlen sind natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ich hatte angefangen, einen Quellenslide zu machen, der ist aber irgendwann so explodiert. Wer sich dafür Quellen interessiert, kann sich auch direkt dann an mich wenden. Facebook kauft Instagram für $1 Milliarde 2012 und es geht also fröhlich weiter. Gangnam Style ist das erste YouTube-Video, das über 1 Milliarde Views erreicht und wir haben jetzt 2012 eben auch ein wenig eine Zäsur, dass jetzt auch langsam, aber sicher, also das ist jetzt diese sozialen Netzwerke, Twitter, Facebook, bla, die sind jetzt alle Mitte der Nullerjahre entstanden. Und jetzt wird das Zeug halt auch genutzt. Das ist ein totaler Zufall. Da waren so Ethnologen, ich habe ja Ethnologie studiert, die hatten bei Facebook so ein Forschungsprojekt und die haben dann mit so einem ethnologischen Nischenjournal ein Interview geführt, wo Facebook offensichtlich vergessen hat, die zu zensieren. Das ging dann auch ziemlich viral. Diese Ethnologengruppe hat gesagt, wir haben Zugang zum gesamten Datenbestand von Facebook. Und wir spielen darum, wir manipulieren, wir
probieren aus, was passiert, wenn ich eine Gruppe von Menschen habe und eine Person bekommt eine Nachricht nicht oder verspätet oder eben mehrere Personen bekommen eine Nachricht nicht oder verspätet oder eben mehrere Gruppen, eine Gruppe bekommt sie nicht. Also die haben da fröhlich rumexperimentiert am lebenden Objekt, was ganz ehrlich auch dem Ethnologenkodex nicht entspricht. Haben das dann halt in diesem Interview lustig gesagt und Facebook hat sich wahrscheinlich ordentlich gefacepalmt, aber es war dann halt auch zu spät. Auch 2012 wird diese sogenannte Psychometrie, auch Psychografie genannt, der wissenschaftliche Versuch, die Persönlichkeit eines Menschen zu vermessen. Diese Wissenschaft eben fängt jetzt an zu entstehen. Es ist eben nachgewiesen worden, in Anführungsstrichen, das ist sehr umstritten. Mit durchschnittlich 68 Facebook-Likes kann man hervorsagen, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, welche Hautfarbe eine Person hat. Also es ist natürlich wieder amerikanische Benutzergruppe. Ob jemand homosexuell ist, ob jemand Democrat oder Republican ist, wie intelligent jemand ist, welcher Religion er zugehört, ob er Alkohol, Zigaretten oder sonstigen Drogenkonsum betreibt und ob die Eltern einer Person bis zu deren 21. Lebensjahr zusammengeblieben sind oder nicht. Die Prozentzahlen gehen nach unten dann so ein bisschen runter, aber es bleibt dann schon immer noch so im 60%igen Bereich. Mit dieser Anzahl Likes kann man Vorhersagen besser treffen als Arbeitskollegen. 10, Freund 70, Eltern 150, Partner 300. Und wirklich, es geht hier nur um Likes. Ich habe jetzt keine Freundeslisten ausgewertet, ich habe gar nichts. Ich habe einfach nur, alles, was ich über die Person weiß, ist, diese Person hat 300 Artikel geliked. Mit noch mehr Likes lässt sich sogar übertreffen, was Menschen von sich selber zu wissen glauben. Das ist dieser Artikel gewesen, der war ja ein Schweizer, den habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Er ist durchaus umstritten, aber ich würde mal sagen, in den Details ist mir das auch nachher egal. Das große Bild ist, dass es so funktioniert. Netflix und YouTube machen über 50% des globalen Internetverkehrs aus. Und Yahoo verliert 3 Milliarden Account-Details von Nutzenden und merkt es erst in 2016. 2013 ist dann Snowden, FBI, NSA, CIA watching everyone. Okay, no what? Merkel sagt, naja, das Internet ist für uns alle Neuland. Amazon, Alexa und Microsoft Cortana starten. Apple Siri gibt es schon, Google Assistant kommt danach. Facebook kauft WhatsApp für 19 Milliarden. Und fast die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen sagen, das Internet hatte einen bedeutenden Einfluss auf ihre Beziehungen. Im August ist 1 Milliarde Menschen online, die Facebook mindestens einmal am Tag verwenden. Also einer von 7 Menschen der Welt. Facebook mindestens einmal am Tag. Instagram hat 40 Millionen, Twitter 316 Millionen Nutzende. Google hat 100 Milliarden Suchanfragen pro Tag und die Anfragen von Mobile Devices überwiegen nun das erste Mal. Let's Encrypt stellt das erste Zertifikat aus und WordPress ist die Basis von 25% aller Websites. Ich muss jetzt noch ein bisschen schneller machen, weil ja. Genau, hier Zero Rating erlebt in Indien eine Überraschung. Wir sprachen vorher über Netzneutralität. Zero Rating bedeutet, ich habe einen Mobilfunkprovider oder einen Internet Service Provider, der mir für bestimmte Dienste meine Daten nicht abrechnet. Also in Indien ist das so, ich kaufe mir eine SIM-Karte und dann habe ich da 1 Gigabyte Daten. Und wenn alle, dann alle. Es gibt kein Drosseln oder sowas. Und jetzt war das so, dass, also die sind in allen möglichen Entwicklungsländern, gibt es dieses Zero Rating. Jetzt haben die das auch in Indien machen wollen und hatten erstaunlicherweise in Indien sogar Wikipedia mit on board. Wikipedia ist in Indien sehr, sehr groß. Es wird verwendet, um die ganzen indogenen Sprachen zu konservieren und so. Das heißt, du konntest jetzt SIM-Karten bekommen, wo du, wenn du Wikipedia geklickt hast, wenn du Facebook geklickt hast, wenn du noch irgendwelche anderen geklickt hast, dann sind dir da nicht die Daten runtergegangen, sondern das wurde als Zero Daten behandelt von deinem Internet-Service-Provider, der natürlich entsprechend einen Vertrag hat mit Facebook. Wir haben damals gedacht, oh Scheiße, das ist ja großartig, dass jetzt gerade in Indien auch noch Wikipedia mit on board ist. Da haben wir keine Chance, dagegen zu argumentieren als, ne, Netzaktivisten.
Und dann kommen da diese Typen, das sind so YouTube-Stars gewesen, oder sind sie immer noch, hoffe ich, die da dieses absurd geile Video machen. Und da gibt es auch auf Media.cc.de einen Vortrag zu vom Camp, wo das am Ende ein Thema ist. Die erklären, dass das mit dem Zero-Rating also ziemlich scheiße ist. Und was passiert? Verbot von Zero-Rating-Angeboten durch die indische Regulierungsbehörde. Also was natürlich noch dazwischen passiert, könnt ihr euch in diesem Vortrag anhören. Millionen von Menschen schicken E-Mails an diese indische Regulierungsbehörde und sagen ihnen, sie sollen das gefälligst regulieren. Genau, Let's Encrypt startet hier mehr. Jetzt haben wir hier noch einen Ausflug in die Realität der Online-Werbung. Da haben zwei Personen 2 Minuten auf Zeitungswebsites rumgeklickt und folgende Ergebnisse erlangt. Bei über 2000 Requests sind das 200 unterschiedliche Hosts und davon sind aber nur 10 von dieser Seite. Der Rest, also 190 sind, also ne, 95% der Requests, die man da bekommt, sind irgendwelche Marketingplattformen oder irgendwelche sonstigen Third-Party-Anbieter. Ne, das sind so Sachen wie auch der Facebook-Like-Button. Der wird ja von Facebook, von der Facebook-Seite geladen. Die Menge an unverschlüsselten Web-Traffic überwiegt den unverschlüsselten. Das ist Let's Encrypt zu danken. WannaCry kommt hier und es stellt sich heraus, dass Facebook und andere soziale Medien genutzt werden, um die Wahlen zu beeinflussen. Auch taucht der Begriff Fake News das erste Mal in der deutschen Wikipedia auf. 2017 haben wir diese lustige Blüte. Der Premierminister von Australien meint, die Gesetze der Mathematik sind sehr lobenswert, aber das einzige Gesetz, das in Australien gilt, ist das Gesetz von Australien. Das ist so ein Beispiel für, die haben es einfach gar nicht gecheckt. Also bei uns Gesetzen sind nicht, die Gesetze der Mathematik gelten bei uns nicht. So, okay. Die Hälfte der Weltbevölkerung nutzt nun das Internet. Internet of Things geht jetzt auch klar. Und hier haben wir jetzt noch so als Abschluss dieser Dekade diese Marketing Technology Landscape. Das hat jemand dankenswerterweise mal gemacht. Im August 2011 haben wir 150 Unternehmen, die in irgendeiner Form in Marketing Technology aktiv sind. Ein Jahr später sind es dann schon 350. 2 Jahre später sind es 1000. Noch ein Jahr später sind es 2000, 3500. 5.000, 6.800, 7.000 und 8.000. Also am Ende flacht die Kurve wieder etwas ab. Das ist jetzt von 2020, da haben sie dann auch aufgehört. Also das Projekt macht das jetzt nicht mehr, diese hübschen Bilder. Hier nochmal die Übersicht. Das ist also ein rasantes Wachstum von dieser Marketing-Technology, wo eben ne, diese ganzen Third-Party-Hosts herkommen. 2020 haben wir dann auch nochmal eine Zäsur in unserem ganzen Weltleben, nämlich diese Pandemie startet. Die Internetnutzung der einzelnen Menschen verändert sich sehr stark. Es gibt Online-Schulunterricht und so weiter. Und selbst die letzten Mohikaner ohne Smartphone kommen jetzt halt doch auch mal noch dazu. Das ist hier so eine Übersicht. Man sieht 2000 übrigens relativ deutlich den Knick, wo die Leute dann aus diesem Internet das nicht mehr so den Run hatten, hat sich aber relativ schnell wieder erholt. So, jetzt noch die 20er Jahre. Wir haben nun über die Hälfte der Menschen im Internet. 2021 werden diese Facebook-Files veröffentlicht. Was bedeutet, das geht um Facebook, Instagram und WhatsApp. Also Facebook heißt jetzt auch Meta, weil das alles da nebeneinander sind. Das sind also 3 Milliarden Menschen, die das benutzen. Und da kommt bei raus, dass eben Provokation und Negatives gezielt gepusht wird, dass Instagram der mentalen Gesundheit von Teenagern schadet und dass Kinder ganz gezielt angesprochen und süchtig gemacht werden. Außerdem ist das auch das Jahr, wo WhatsApp ihre AGBs ändert, was ja dann in der EU niedergeschlagen wurde, aber in der Schweiz weiterhin relevant ist. Was ich auch immer wieder sehe, also hier auch unter Non-Nerds, ist auf jeden Fall Signal deutlich mehr verbreitet als in Deutschland. Vielen Dank dafür. Allerdings solltet ihr wirklich mal schauen, dass eure Datenschutzgesetze wieder ein bisschen dem europäischen Standard entsprechen. Aber da sind wir ja dran. Twitter wird von Elon Musk gekauft 2022 und es gibt inzwischen fast 2000 Internetsatelliten im All. Also gibt es jetzt auch Breitband-Internet wirklich für die entlegensten Gebiete. So, 2023, 70% der Weltbevölkerung sind online. Ich habe hier mal nur so ein paar Probleme gelistet, mit denen wir uns jetzt rumschlagen müssen. So, wir haben jetzt auch 45, ne? Aber ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich auch nicht viele Fragen bei diesem Ding.
Und ich würde jetzt einfach noch ein bisschen weitermachen. Also wer gehen will und muss, soll das einfach tun. Hier so ein paar Statistiken, die überspringe ich dann aber jetzt. Ich habe in den 10er-Jahren eben diesen Vortrag angefangen, das von 2016 könnt ihr euch auch gucken. Da habe ich das Fazit, wir sollten uns das Netz selbst wieder in die Hand nehmen. Wir brauchen verlässliche Infrastrukturen, die quelloffen, heterogen sind, robust, dezentral. Wir müssen eine Verlässlichkeit globaler öffentlicher Infrastrukturen haben und die Immunität gegen Angriffen hat. Das hat leider nicht geklappt. Wenn wir uns das mal angucken, das sind so Statistiken, das ist der Desktop-Browser-Market, das oben ist Chrome, unten ist der Rest. Das sind Mobile Operating Systems, das oben ist Android, in der Mitte iOS, unten ist der Rest. Wir haben hier die Number of Internet Users worldwide, links alle, rechts alle sozialen Mediennutzer, also ne, natürlich zentralisierte Systeme sind diese sozialen Medien. Wir sind weiter davon entfernt denn je. Ich habe da aufgegeben und finde, wir haben verloren. Also wir haben nun gelernt, wo das Internet herkommt, und zwar aus einer sehr vertrauensbasierten Welt, einem System, das aus Freude entstand, seinen Maschinen, aber auch sich selbst mit als Menschen miteinander zu verbinden und zu teilen und gemeinsam stärker zu sein. Das System hat den Sprung in die kapitalistische Welt in den 90ern zunächst abwehren können und ein ökonomisches Chaos verursacht, aber in den Nullerjahren gnadenlos verloren. Ein paar Jahre des Vakuums haben innerhalb zu Entwicklungen wie Wikipedia und Freifunk geführt, aber spätestens ab Mitte der Nullerjahre ist alles wieder mit Kommerz gefüllt. 2013 gab es dann einen Lichtblick, wo wir Nerds erstmal in dem Glauben waren, dass die Leute und der Kapitalismus nun endlich verstanden haben und ein Umdenken startet. Das war auch für ein paar Monate der Fall. Aber spätestens nach ein paar Jahren mussten wir einsehen, dass alles wieder vergessen und vergraben ist. In den 10er-Jahren wurde der gläserne Mensch zur endgültigen Realität. Die Pandemie in den letzten Jahren hat uns dann noch einen Bärendienst erwiesen und noch die letzten Mohikaner in die durchsichtigen Wolken des Internets geführt. Und heute leben wir in einer Welt, in der es gar nicht mehr zu fragen lohnt, wie viele Stunden bist du am Tag online? Alles um uns herum ist online. Nicht nur Dinge wie unser Auto, sondern vor allen Dingen auch wir selbst, mit teils fast allen Teilen unserer Kommunikation, mit unseren Gesprächen mit Menschen, aber auch den Gesprächen mit uns selbst. Leider haben wir als Gesellschaft nie gelernt, wie wir mit dieser zentral organisierten Kommunikation und Information umgehen sollen. Zugegeben, vermutlich käme unsere Gesellschaft auch nicht einwandfrei mit einer dezentralen, unabhängigen, heterogenen Struktur klar. Aber der große Vorteil wäre, in einem solchen System könnte man aus Fehlern lernen und nach iterativ immer besser werden, um das System so zu machen, dass es gut für uns ist. Nun, aber da sind wir nicht. Wir haben nun seit ein paar Jahrzehnten stark zentralisierte Systeme und dummerweise haben diese nicht unsere Interessen im Sinn, sondern kapitalistische Interessen. Unterm Strich ist es ein ähnliches Dilemma wie mit den Bemühungen um Klimaschutz. Wenn alle Beteiligten und Verantwortlichen wirklich die eigentliche Sache im Sinn hätten, also im Falle dessen das gesunde Fortbestehen unserer Erde oder im anderen Falle die Informations-, Meinungs- und Informationsfreiheit, dann wären unsere Probleme keine Probleme mehr. Wie wir spätestens ab Ende der Nullerjahre wieder und wieder gesehen haben, sind die Interessen keineswegs eine freie Informations- oder Meinungsvielfalt. Die Interessen sind, wie oft, Pflicht monetär. Oftmals sogar nach dem Motto, koste es, was es wolle. Haben wir mit den Facebook-Files gesehen, Instagram schadet der Gesundheit von Teenagern, Kinder werden gezielt angesprochen und süchtig gemacht, Provokationen und Negatives wird geteilt und es gibt überhaupt gar keine Konsequenzen. Irgendwie sind wir in einen Zustand gelandet, wo zu jeglichem Thema jeder und jede sofort eine Meinung haben muss. Und diese Meinung kann irgendwie grundsätzlich nur schwarz oder weiß sein. Ich beobachte, dass sofort Lager und Fronten gebildet werden und es gibt kaum eine Möglichkeit, sich neutral eine Meinung zu bilden, weil man von seinem Umfeld sofort in eines dieser Lager geschoben wird und dann dort festhängt. Die berühmte sich selbst verstärkende Bubble. Ich glaube nicht, dass das in der Natur des Menschen liegt. Ich glaube, dass der Mensch eigentlich neugierig ist und wissen will, was er nicht weiß. Und das gleiche Problem haben wir mit Politikern. Der australische Premierminister ist da nur ein Beispiel. Wir haben nicht den Hauch einer Chance, mit derartigen Gesetzesgebern da rauszukommen. Und mein Plädoyer ist entsprechend seit nun auch schon einigen Jahren,
Lasst uns vertrauensbasierte Systeme schaffen mit den Gesetzen der Mathematik. Denn auf technischer Seite ist das inzwischen kryptografisch einigermaßen lösbar. Und während wir gezwungenermaßen lernen müssen, mit zentralen Systemen umzugehen, sollten wir also parallel an einer Utopie bauen. Ups, da bin ich jetzt durcheinander gekommen. Die uns als Menschen wieder einander mit Urvertrauen begegnen, anstatt mit einem Default-Misstrauen. Um das hinzukriegen, müssen wir zusammenarbeiten. Also bitte hört auf, euch in Lager abstellen zu lassen. Und noch wichtiger, hört auf, andere in Lager abzustellen. Und genauso wichtig, reflektiert mit euch selbst, ob ihr nicht gerade aktiv eine Rolle spielt, genau solche Fronten entstehen zu lassen. Fronten, wo am Ende keine Gespräche mehr möglich sind. Und einen letzten Punkt möchte ich euch noch mitgeben. Soziale Medien sind keine Medien. Keine Medien im Sinne der vierten Gewalt. Soziale Medien sind Gespräche. Danke.